Jo Leute, bevor das Video beginnt mit der Real Life Story, wollte ich euch nochmal informieren, dass ihr unbedingt unten in die Kommentare die fünfte Challenge, Fußball-Challenge reinschreiben sollt. Bis jetzt habe ich noch gar nichts bekommen, leider. Bitte schreibt mir Fußball-Challenge, die ich mit Tobi machen kann, als Entscheidungs-Challenge. Wenn nicht, mu muss ich oder Tobi eine eigene auswählen und das wollen wir eigentlich nicht. Und ja. Schreibt unbedingt unten in die Kommentare, welche ihr sehen wollt von uns als Entscheidungs- und am besten auch noch eine Bestrafung. Und ja, macht es bitte. Und auch, ich habe auch irgendwie noch gar keine Anfragen wegen YouTuber gegen Abonnenten bekommen. Also, wenn ihr das wollt, schreibt mich an und so weiter. Und dann hätte ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Video und haut rein. Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich war beim Friseur gleich mal vorweg. Wieder kurz geschnitten. Sieht wieder fresh aus, meine Frisur. Vor allem jetzt muss ich ja nicht mehr kämmen. Naja, darum soll es heute gar nicht gehen. Und zwar meine erste Real-Life-Story, die ich auf meinem Kanal sag. Also ich habe jetzt nicht. Ihr kennt ja von anderen YouTuber, die da öfters mal eine Real-Life-Story raushauen. Ich bin nicht so einer, der so viel erlebt. Oder halt so krasse Dinge. Zwei Dinge habe ich jetzt erlebt. Das eine war in den Sommerferien noch. Beziehungsweise kurz vor den Sommerferien bis hin in die Sommerferien und so weiter. Bis nach dem Urlaub sogar noch. Also. Die werdet ihr aber erst in 2 Tagen sehen. Heute werde ich die erste Real-Life-Story sagen. Und dann in 2 Tagen kommt die zweite noch. Also ich werde zwar heute beide drehen, aber die andere wird dann 2 Tage später kommen. Ja, Real-Life-Story. Wie ihr es im Titel lesen könnt, ich wurde Unfallzeuge. Klingt jetzt nicht allzu krass, ist auch nicht allzu. Alles klar, kann kein Deutsch mehr. War auch nicht allzu krass. Also, ja, wie soll ich anfangen? Das war vor 2, 3 Wochen ungefähr. Da habe ich mit einem aus Facebook ausgemacht, dass ich kurz vorbeikomme, weil ich ja ein gebrauchtes Fahrrad gesucht habe für meine Arbeit, dass ich vom Bahnhof zur Arbeit komme. Und da habe ich kurz eins besichtigt, war nix. Und dann, wo ich nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad, höre ich auf einfach nur noch einen Knall. Unfall passiert, geil. Es war eine ältere Frau, die einer anderen Frau die Vorfahrt genommen hat. Auf jeden Fall, die hat es auch gleich eingesehen, ihr Fehler und so weiter. Also es war nicht, es gab auch keine Verletzten oder so, es war. Sie waren gerade mal 10, 20 km/h zu schnell. Zu schnell, sag ich schon. Sie waren 10, 20 km/h nur unterwegs, also war nur ein kleiner Blechschaden. Trotzdem mussten wir, es hat geregnet auch noch, eine halbe Stunde oder so auf die Polizei warten, bis die mal da war. War ja nur ein Unfall, ist ja nicht so schlimm. Naja. Auf jeden Fall war wirklich mal nice. So ein Unfall, so. Von der Polizei, ja, wie soll ich sagen, wie sagt man immer, die Personalien aufzunehmen, haben sie meine Personalien aufgenommen und dann durfte ich schon wieder gehen. Bis jetzt kam auch noch nichts weiter, also ich denke mal, das hat sich schon alles geklärt durch Versicherung und so weiter. Die zwei Damen waren mir auch voll dankbar, dass ich da geblieben bin. Ich meine. Andere Jugendliche wären bestimmt nicht da geblieben und wären einfach weitergegangen. Aber ich bin mal noch so ein Jugendlicher, der nicht so schlimm ist wie manche andere. Aber ja. Wie gesagt, die war jetzt nicht allzu krass, die Real-Life-Story. Also nicht schlimmes.
Die nächste wird etwas schlimmer, da habe ich auch. Ne, ich will jetzt nichts verraten. Das werdet ihr dann in 2 Tagen sehen. Mal gucken, ob ich öfters Real Life Stories jetzt raushau. Ich weiß nicht, ob ich noch welche erlebe. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, die Real Life Story hat euch gefallen. Wie gesagt, war jetzt nicht allzu krass und war auch ein bisschen kurz. Hab halt einfach einen Unfall gesehen. War dort, habe eine halbe Stunde auf die Polizei gewartet. War schon cool, die Personalien aufzunehmen, wie das so abläuft und so weiter. Die wollten sogar meinen Arbeitsort wissen, warum auch immer, keine Ahnung. Aber naja. Ja, dann hätte ich sagen, das war's mit der ersten Real Life Story. Checkt in 2 Tagen die zweite aus. Und ja, dann hätte ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.